Ovation. Es ist ganz aufregend und spannend, weil man erst die weiße Leinwand hat und hat große Angst, schafft man es, aber dann Schritt für Schritt kommt man der Sache näher und wenn es dann sogenannt die Küche verlässt und man hat ein gutes Gefühl, dann weiß man, es ist soweit. Sie sehen hier die Geschichte des Unternehmens in Form der Logos, der Seigniers. Oben angefangen auf der linken Seite das erste vor 90 Jahren bis hin zum aktuellen Logo. Mit einem Foto, einem Konterfei von dem Gründer. Und es drückt aus, dass ein Vertrauen, eine Wertigkeit über ein Kunstwerk dem Betrachter nähergebracht wird. Wenn Sie ein Logo haben, was ganz plan als Druck dargestellt wird, dann ist das vergänglich und wird auch nicht so abgespeichert. Aber sobald es wirkt, als wenn es ausgegraben ist, als wenn es ein Fundstück eines Kulturgutes ist, was schon immer da war, schafft das im Unterbewusstsein Vertrauen und Sicherheit. Und das Gold ist der Transporteur von Tradition und Wertigkeit. Und gerade hier bei einer so glatten Fläche, es trotzdem interessant zu machen, hat das Gold unheimlich gut dem Bild getan, weil man die offenen Stellen und diese Strukturen damit unterlegen konnte. Zum Beispiel, dass wir uns während der Bauphase